Trotz der zugrunde liegenden Tatsache, dass ich Tadde seit 2011 verfolge und dieser Mensch über mittlerweile seit Dead Adam 7 Jahre in meiner Musikplaylist stattfindet, finde ich persönlich, auch wenn es natürlich krasse Erfolge sind und er es selbst gar nicht anstrebt, ist er noch zu sehr unter dem Radar in der Musik und abseits des Mainstreams. Ich zeige euch mal folgende 3 Rapper. Einmal Trettmann, der hat folgendes zu TJ Beastboy gesagt. Solide. Solide. Yeah. Kool Savas findet die Kunstpause mit 300 Wörtern in einer Minute nicht so gut. Ja Mann, ich mach eine Pause, weil ich die volle Minute nicht brauch und dreh nochmal auf da drauf. Dope. Dope. Ich mochte die Pausestelle nicht, sag ich ganz ehrlich. Und Juju muss sich mehr mit TJ Beastboy auseinandersetzen. Meinung zu Tadde, aka TJ Beastboy. Bisschen was reingezogen, aber ich kenne noch nicht so richtig seine Musik, muss ich mir nochmal angucken. Okay. Er ist ja auch Rapper, oder? Na gut, dann setzen wir uns mit Tadde auseinander. Aber ein Teil reicht nicht. Ich möchte mich in den nächsten Videos ganz stark mit Tadde beschäftigen. Deswegen betrachten wir heute den Tadde vor Dead Adam, bevor TJ Beastboy und Baby Brain das Licht von YouTube erblickt haben. Ich selber habe Tadde vor 9 Jahren auf einem YouTuber-Treffen in Bremen getroffen. Falls ihr das Video dazu sehen wollt, ich verlinke euch es unten in der Videobeschreibung. Sehr geil. Ich kannte damals Tadde von Epwar Pictures. Epwar Pictures war bis ungefähr 2014, 2015 ein sehr großer Kanal und einer der ersten OG-YouTuber mit vielen Mitgliedern. Ich kann euch Nerds vs. Kuchen sehr empfehlen. Sie hatten damals ein Format namens Schwachsinn hoch 5, wo sie Meatcake TV vorgestellt hatten. Meatcake TV war Tadde und Freunde, später dann nur noch Tadde. Und hatte damals unter anderem Formate wie die fleischigen News. Und in diesen News habe ich Tadde das erste Mal rappen gehört. Ich bin Tadde, mache mit der Mac-Maschine den Schritt auf Feld und Ziele. Auf die Häuser der Kühen geht mir äußerste Mühe, denn die Milch, die ich zapfe, muss richtig verpackte, qualitativ hochwertig gemachte Milch sein. In seinen Livestreams erzählt er ab und zu davon, dass er schon sehr lange Texte schreibt. Wenn wir uns Trettmanns Aussage anschauen, dann vergleichen wir mal den TJ Beastboy von heute mit dem TJ Lowboy, aka Captain Kiste, im 2013er VBT. Da gibt's nichts einzuwenden, ich frag mich, wie viel Euphorie passt in einen Menschen, das flasht so heftig. Hast du mal eine Kippe? Du, Nigo, mach mal langs. Sein Statement dazu war, vergessen wir das mal ganz schnell. Was mir bei den VBT-Runden richtig gut gefallen hat, ist die Qualifikation. Ich kann Welten verändern, ne Schreck ist den Slender, ernenne mich selber zum Batman mit Delta und dann... Ungefähr 2013 hat Tadde dann immer mal wieder was rausgehauen. Auf dem Kanal Brudis kam das Ding auf dem Mali-Beat. Gebe von Anfang an keine Fick und werde ihn niemals geben. Geben? Mein Kopf ist gefangen in der Gegenwart, ich genieße das... Und wer ist das denn? Das ist Adi, der sich durch die Zeit mit Epwar Pictures mit Tadde so gut verstanden hat, dass sie jetzt, so nehme ich es auf jeden Fall wahr, gute Freunde sind. Tadde hat erzählt, dass er sich mit Adi und der Freundin Luna zu dritt ein Konto teilen. Aber schon 2013 lebten Tadde und Adi zusammen mit Unge und Dena im YouTuberhaus. Und das sagt Montana Black zu der Zeit 2013 im YouTuberhaus zu den beiden Jungs. Und ich weiß auch, Tadde und Adi haben da mit im Haus gewohnt, Digga, es hat da so nach Weed rausgestunken, Digga. Einer der ersten öffentlichen Tracks war YouTube-Partner mit Adi. Einer der einzigen Freestyles von Tadde war der Goat Simulator. Dort hat er auf seinem Let's Play-Kanal das Spiel gespielt und mit Mali, seinem damaligen Producer, beziehungsweise hat er dort den Beat gebaut, drauf geflowt. Ich erwähn's nur, weil es ultra funny ist. Passt. Jetzt sind wir auch noch so ein richtiger Gangster, böser Goat. Ich hoffe für dich, du stehst auf Tiere, du Bitch, denn du bist in ein paar Minuten von der Ziege gefickt und ich weiß, dass das widerlich ist, aber... Und letztendlich kam Motus raus. Nach einer 14-tätigen Betriebsreise mit Adi, Dena, Izzy und auch weiteren Leuten... Ja, okay, Betriebsreise, die sind halt einfach zusammen durch Länder gereist und haben Videos gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Adi auf dem Tape ist. Ich weiß nicht ganz genau, worum es geht, weil ich finde es einfach nicht mehr. Aber gut. Die Motus-EP führt uns dann gemeinsam zum Weg von Dead Adam. Am 24. April 2015 erschien ihre erste gemeinsame EP mit dem Titel Chrome auf der Cloud Rap zu hören ist. Ja, das habe ich gerade abgelesen aus Wikipedia. Ja. So, Freunde. Wir sehen uns dann übernächste Woche Freitag. Ich habe viel zu tun mit dem Studium. Wir arbeiten uns hoch, Freunde.